Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Das erste Projekt in 2015. Und es handelt sich um ein Replay. Und es ist nicht nur irgendein Replay. Wir spielen Cold Winter. Es ist schon einige Zeit her, seitdem wir dieses Spiel mal zusammen gezockt haben. Und ja, ich hatte schon länger vor, ein Replay hierzu zu machen, weil es einfach ein geniales Spiel ist mit super Synchro. Und ja, einfach einer meiner Lieblingsshooter für die PlayStation 2 und auch allgemein überhaupt für alle Konsolen. Das ist, glaube ich, der Shooter, den ich am meisten gezockt habe, jetzt mal abgesehen von den alten Doom-Klassikern. Allein wenn ich die Musik hier im Hauptmenü höre, dann, ach, herrlich, dann geht mir schon wieder das Herz auf. Diesmal spielen wir nicht komplett alleine. Ich werde mir in einer Gastsession den Dave dazu holen. Ich weiß noch nicht genau, wann, an welcher Stelle sich das vielleicht am meisten anbietet. Vielleicht ist er schon in der zweiten Session dabei, vielleicht aber auch noch nicht. Jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Und wir fangen an mit Cold Winter. Noch einmal kurz ein Wort zur Synchro. Unsere Hauptfigur wird gesprochen von Manfred Lehmann, heißt er, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Also die deutsche Synchro von Vin Diesel. Eine sehr, sehr geile Stimme. Und allein deswegen, finde ich, ist das Spiel schon wieder einfach nur der Hammer, weil die Stimme macht viel aus. Deswegen starten wir einfach mal direkt das Intro. Und falls ihr das Spiel noch nicht kennen solltet und ihr dieses Let's Play zum ersten Mal bei mir seht, dann wünsche ich euch, ja, viel Spannung vor allem. Und den anderen viel Spaß bei Cold Winter. Ich habe sogar schon ein Flattermann-Profil hier ausgerüstet, sehe ich gerade. Ja, aber den können wir ja nicht nehmen. Dann fangen wir ganz hinten am Ende des Spiels an. Das wollen wir ja nicht. Dann müssen wir ein neues Profil nehmen. Sterling, ach du meine Güte. Ja, gut, dann müssen wir doch mal eben kurz hier was kreieren. Wie nennen wir uns denn diesmal? Beim letzten Mal hieß ich schon Flattermann. Wie heiße ich denn jetzt? Alex? Ich glaube, Alex ist ganz sinnvoll, ne? Komm, Alex ist gut. Alex. Oder gibt es hier auch Groß- und Kleinschrift? Warte mal eben. Modus, was ist denn Modus? Okay, gibt's auch. Dann Moment. Nee, dann wollen wir mal eben hier das richtig schreiben. So, Alex ist gut. Jo. Name. Und das Modell lassen wir einfach so. Ich glaube, wir lassen einfach alles so, wie es ist. Okay. Jo, fertig, ne? Ich hab doch auf OK gedrückt. Was soll ich denn noch? Bestätigen? Bestätigen ist mit Dreieck? Okay. Ja, okay. Dann geht's jetzt weiter. Hoffe ich doch mal. Zurück und bearbeiten kann ich nur machen. Jetzt habe ich auf... Speichern. Ein wenig merkwürdig. Ich bin schon länger nicht mehr hier in diesem Spiel drin gewesen. Ja, überschreibt die Daten meinetwegen. Ist egal. Wir fangen jetzt eh neu an. Storytechnisch bin ich eigentlich noch ganz gut bewandert von dem Spiel hier. Aha, da. Alex. Gut, dann fangen wir an mit Alex. Ein neues Spiel. Und jetzt wünsche ich euch aber wirklich viel Spaß mit Cold Winter. Hier sind deine Befehle. Ziel Andrew Sterling. Einsatzort Gefängnis für politische Gefangene in Chang, Provinz Changsha, China. Dienstagnacht ist für unseren Jungen die letzte im Zellentrakt vor der Hinrichtung am Neujahrstag, also mach es schnell und schmerzlos. Geh rein, hol ihn raus und tu, was nötig ist. Hinterlass keine Beweise, keine Spuren, keine Aufzeichnungen. Dieser Job muss ordentlich erledigt werden. Über Neujahr wird das Gefängnis nicht allzu schwer bewacht, daher sollte es kein Problem sein, dort einzudringen. Aber unterschätzt die Einrichtung nicht. Chang hat nicht ohne Grund den Ruf, das schlimmste Gefängnis auf dem chinesischen Festland zu sein. Es ist korrupt und gnadenlos. Vermeide nach Möglichkeit unnötige Opfer. Ende. Ja, das war unser Auftraggeber, den werden wir noch öfter hören.
Wir sind also in China in einem Gefängnistrakt und ja, dürfen da erstmal die Wachen aufmischen. Fangen wir an. Ein Wort. Information. Hat man sie selbst, sitzt man am Hebel. Hat die andere Seite sie, luchst man sie ihr ab. Das ist wie ein globales Murmelspiel. Informationen gehen von Hand zu Hand. Gestohlen, gegeben, getauscht, verloren, gefunden. Wer am Ende des Spiels die meisten Murmeln hat, der gewinnt. Ganz einfach. Mein Name ist Andrew Sterling. Mein Spiel ist vorbei. Los doch, Mann! Okay. Nein, nichts. Also keine Deals. Aha. Möglich. Ist praktisch erledigt. Um 6. Okay. Man sieht sich. Kim. Mann, Andrew, das sieht schrecklich aus. Kann ich mir denken. Psst, wir müssen schnell sein. Schau hoch ins Licht. Gut, jetzt folg ihm hierher. Und nach unten. Hierher. Alles klar. Keine Spur von Gehirnerschütterungen oder Hirnschäden, die nicht schon da waren. Charmant. Du hast dich nicht verändert. Psst. Wir müssen uns beeilen. Hier. Kleidung, ein Medipack, Ohrhörer, eine 9mm mit Schalldämpfer, eine Datenbombe. Du bist ein Engel. Weiß ich. Pack zusammen, dann können wir gehen. Gut. Ich habe echt genug von Changs Gastfreundschaft. So. Okay. Jetzt sind wir mitten im Spiel. Übrigens hier unsere weibliche Verbündete, die Kim, hat die Stimme von Franziska Pegula. Auch eine sehr, sehr geniale Stimme. So, was wollte ich jetzt eben noch sagen? Ja, also das, was sie mir mit mir eben gemacht hatte, von wegen Folge dem Licht oder Taschenlampe, das musste ich natürlich schon selbst machen. Das gehörte schon zum Spiel dazu. Ja, also wir sollen jetzt das Medipack benutzen, indem wir eine der Richtungstasten drücken, beziehungsweise die Taste nach links, das machen wir mal eben. So sieht das aus. Siehst doch schon besser aus. Jo. Exfil. Wir treffen uns auf dem Flur. Ich erkläre alles. Gut. Alles klar.
Und tschüss, Kim. Vergiss nicht, wir haben wenig Zeit. Ja. Also beeil dich, ja. So, wir haben also eine schallgedämpfte 9mm. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir haben im Intro eben gesehen, dass wohl unsere Chefs, sag ich jetzt einfach mal, vom MI, war das MI6, ne? Ich glaube ja. Haben unsere Identität gelöscht, wahrscheinlich damit wir hier im Krankenhaus, wollte ich gerade sagen, im Gefängnis nicht auffliegen. Da wird unser Ziel angezeigt. Das ist so ein Punkt mit Meteranzeige, finde ich ganz cool. Und es gibt hier Toiletten, die wir spülen können. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn hat. Auch Waschbecken können wir benutzen. Naja, zumindest kommt aber kein Wasser raus. Gut, Eimer können wir durch die Gegend kicken. Wir können auch sogar Deckung verschaffen. Das heißt, wir kippen so ein Bett um. Und dann können wir uns dahinter verstecken. Moment, wo war da nochmal Duken? Ich muss mir kurz überlegen. Aha, Duken war auf L2. Genau. Also das ist eine tolle Sache. Wir können auch, glaube ich, die mitziehen. Genau, wenn wir hier wechseln auf Ziehen, dann können wir das... Ja, ich komme gleich. Dann können wir das Bett sogar durch die Gegend ziehen. Also wir können einiges machen mit den Objekten. Und Kim meckert schon wieder rum. Aber ich lasse mir trotzdem ein bisschen Zeit, um euch das ein bisschen zu erklären. Was war das gerade? Schließen kann ich die. Okay, das machen wir gleich, wenn wir draußen sind. Ja, da hinten steht sie. Die schließen wir mal. Zack. Und hier haben wir einen Zettel. Von diesen Dokumenten können wir auch einige finden in diesem Spiel. Ich überlege gerade nur... Ja, ist ja gut. Wir werden kurz gucken, ob was hier noch so ist. Okay. Interessantes Bild. Ja, Kim, ich komme ja schon. Geht los jetzt. Hier trennen wir uns. Ich muss mich um andere Sachen kümmern. Ah ja, deine Handschrift nehme ich an. Bedauerlich, aber unvermeidbar. Ich suche seine Taschen, ob er was Nützliches bei sich hat. Und ich habe noch einen anderen Job in Chong. Genau wie du. Dieser andere Job? Standardvorgehensweise. Such den Serverraum im ersten Stock, lösch deine Unterlagen und lade dann die Datenbombe in deiner Tasche hoch. Sie breitet sich rasch aus und vernichtet so gut wie alles in ihrem Netzwerk. Nachdem wir draußen sind, soll dich keiner mehr finden können. Wenn du fertig bist, bringe ich dich raus. Bleib über die Ohrhörer mit mir in Kontakt. Verstanden. Wir treffen uns am Haupteingang des Komplexes. Viel Glück. Jo, hau rein. Deswegen hast du jetzt gerade so einen Stress gemacht, ne? Hast mich hierher gelockt, um mir zu sagen, dass sich unsere Wege hier trennen. Das ist ja sehr interessant. Ich will mal eben gucken, wie das animiert ist, dass sie abhaut. Ich glaube, ich habe das noch nie verfolgt. Okay, tschüss. Okay, also mit X können wir Leichen durchsuchen. So, der hatte jetzt zum Beispiel Drahtschneider dabei. Eine kugelsichere Weste, sehr cool. Der zieht das übrigens automatisch an. Also das füllt unsere Panzerungsanzeige da unten auf. So, ich überlege gerade, mit dem Drahtschneider kommen wir auf jeden Fall weiter. Ich will nur mal eben kurz diese Tür schließen. So, ein bisschen auch vorsichtig hier machen. Hier müssen wir später noch rein, da brauchen wir einen Schlüssel. Da sollten wir auf jeden Fall rein, weil da gibt es ordentlich Munition und ich glaube auch ein bisschen, so kleine Dokumente und sowas, die wir ja sammeln können müssen. Es gibt, glaube ich, nichts Besonderes dafür, aber ich habe halt ganz gerne mal alles gefunden. Auch wenn ich nicht immer alles finde, aber okay. Kann ich hier rein? Noch nicht. Den kann ich kaputt machen. Wie greifen wir nicht? Wie geht denn das schlagen? Ich will nicht schießen. Hab ich jetzt geschlagen? Ich habe geschossen, ne? Ich habe geschossen. Okay. Wollte ich eigentlich gar nicht. Dazu muss ich, glaube ich, die Waffe wegstecken, ne? Warte mal. Gesundheit. Okay, nachladen war mit Viereck. Ich muss mich ein bisschen mit der Steuerung wieder vertraut machen. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Wie war denn nochmal hauen? Ah, mit Dreieck. Alles klar. Weil diese Kisten, die so ein Munitionssymbol haben, die beinhalten meistens Munition. Also wir können auch andere Kisten zerstören, aber da ist meistens nichts drin. Ich mach das mal eben so aus Demonstrationszwecken. Ich glaube nicht, dass wir da was Tolles finden. Nö, da ist nichts drin. Okay. So, irgendwo müssen wir ein bisschen aufpassen. Also ein bisschen, irgendwo ist hier ein... Genau, da ist ein Wächter. Den wollen wir mal eben killen. Ach du Arschloch, wieso hast du das... Wieso hast du das mitbekommen? Also wir haben auch die Möglichkeit, ein bisschen näher ran zu zoomen, wie man eben gesehen hat. Hier können wir uns wieder Deckung verschaffen, was ich cool finde. Falls denn da gleich noch einer kommen sollte. AIDS! Verpiss dich. Da ist noch einer. Nee, sah so aus. Okay, das ist nur eine Wand. Ah, jetzt haben wir eine zweite Waffe aufgesammelt. Die ist natürlich nicht schlecht, aber mal gucken. Erstmal benutzen wir, glaube ich, die weiter. Ih, das ist ein Käfer.
Schlüssel, sehr gut. Weil die halt einen Schalldämpfer hat, die andere nicht. Wobei, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist sie stärker, die andere? I'm not sure. Ich bin nicht geschoren. So, hier ein bisschen spülen. Ich weiß nicht, ich muss das irgendwie mal machen, wenn ich so ein Klo sehe. Einmal spülen. So, hier ist aber sonst nichts weiter drin. Das ist schade. Die anderen Gefangenen können wir, glaube ich, erstmal leider nicht befreien. Würde ich ja gerne. Einfach nur so, aus Spaß, weil ich es kann. So, jetzt haben wir einen Schlüssel für diese Tür. Zack. Ah, herrlich. Jetzt können wir uns hier ein bisschen mit Munition aufpimpen. 9 mm Munition, die können wir jetzt sehr gut gebrauchen gerade. Diese Türen sind immer noch zu, ne? Das ist gemein, ist das doch. Ziehen. Ich will das mal wegziehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dahinter was war. Ja, komm. Na, ja, okay. Ist nichts. Ich dachte, da wäre noch was hinter. Da ist nichts drin. Ah, hier. Auch nicht? War das alles hier drin? Nur ein bisschen Munition? Boah. Okay. Das war jetzt eine kleine Enttäuschung. Schade. Den Schlüssel hätte ich vielleicht auch besser verwenden können. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. So. Okay. Millimeter. Oh, da ist ein Zettel an der Wand. Den nehmen wir gleich mit. Der nimmt auch automatisch. Wir brauchen nur in die Nähe des Zettels gehen und dann sammelt er ihn ein. Da ist jetzt gerade keiner, was gut ist. Diese Kisten können wir öffnen. Genau, da ist eine kugelsichere Weste drin. Finde ich auch gut. Aber wir haben eigentlich gerade genug Munition, deswegen schieße ich mal die Kisten kaputt. Geht ein bisschen schneller. So, nachladen. Ist das Geld? Aha, das war eine Schachtel mit Munition. Hätte er irgendwie nicht nehmen wollen. Okay. Den Tisch, den sollten wir uns beim umkippen. So. Und ich glaube, da kommen die Typen. Andrew, wo bist du? Im ersten Stock. Du bist nahe dran. Suche eine Zellenblockverbindung zum Sicherheitsflügel. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich da bin. Ende. Ich glaube, wir können die auch vorsichtig mit nach vorne schieben. Ja, so nicht. Aber so geht's natürlich auch. Wieso kommt da kein Penner? Wenn man mal eine Idee hat, ne, dann klappt das nicht. Ich hab was gehört. Ich hab da gerade, warte, ich will das Poster nochmal eben angucken. Okay. Ich bin neugierig, ne? So. Ich hab länger nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Gesundheit. Ich hab dich gesehen. Komm, guck nochmal. Ich weiß, dass da einer ist. Gehen wir da erstmal hin. Hier, Deckung verschaffen. Sehr gut. Ja, so geht's natürlich auch. Hinter mir? Oh! Das hätte mir mal einer sagen sollen. Hallo? Vielleicht sollte ich besser zielen. So. Ich spiele übrigens auf Schwierigkeitsgrad normal. Habt ihr vielleicht vorhin noch mitbekommen, dass ich das ausgewählt habe? Ja, ist klar. Ja, ist ja gut. Ach, da bist du, okay. Wow, der fliegt aber ganz schön. Muss ja anscheinend ganz schön Druck haben, diese kleine 9 mm Knarre hier. So. Hier, das ist auch eine ganz interessante Sache. Hier ist ein Männerklo und da sitzt einer drauf. Und der ergibt sich praktisch. Ich bin jetzt mal so nett und knall den nicht ab. Wächter mit Verstopfung, ja. Aber ich könnte mir... Oder? Der könnte was bei sich haben, was wir gebrauchen können. Er hat ja nichts dabei. Okay, hätte ich doch nicht erschießen müssen. Egal, tut mir leid. Ja, ich tut's mir nicht so wirklich leid. Aber macht nichts. So, da können wir nicht lang, genau. Den können wir umkippen. Ich glaube, da hinten kam gleich wieder einer. Hat doch irgendwie einen Grund, dass wir hier hinten hin können, oder? Genau, wir können auch Stühle anheben und die dann wegwerfen. Bäum. Vielleicht so ein paar Leute anzulocken. Weil jetzt gerade kommt da keiner. Man stört mich jetzt nicht unbedingt, aber ich dachte, da wäre was. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Oh, Munition. Hier ist ein Kasten. Schlüssel.
Sehr schön. Zellenblockschlüssel. War das jetzt der für da hinten? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Das wird aber extra angezeigt, wenn eine Tür wirklich verschlossen ist, sodass man sie öffnen kann. Ja, ist ja gut. Hm. Hier ist Klo. Kann ich auch mal spülen. Ach, das macht Spaß. Das macht Spaß. Ich freue mich auch wieder, dass wir dieses Spiel mal wieder zocken. Das ist wirklich, wirklich cool. Ich habe es das letzte Mal... Moment. An Dietrich brauchen wir hier. Genau, wir können uns auch Waffen und Hilfsmittel basteln. Was ich ihm sagen wollte, ja, ich habe dieses Spiel seit dem Let's Play nicht mehr gezockt. Yahi! Ich liebe das Geräusch. Hallo. Hallo? Ist klar, ne? Oh, moin. Ja, ich gehe jetzt gerade ein bisschen sehr offensiv an die Sache ran. Das sehe ich ein. Wahahaha. Ja, komm mal her. Ich knall dich dann ab. Ah, da, komm hier. Bleib doch hier. Bleib doch hier. So. Jetzt können wir langsam mal ein paar Leichen durchsuchen hier. Schlüssel. Beschädigte Rüstung. Was liegt denn hier auf dem Boden? Eine Maus. Kann ich die töten? Oh, jetzt ist sie abgehauen. Ich weiß gar nicht, ob ich die töten kann. Ich habe noch nie eine Maus, glaube ich, in diesem Spiel erschossen. Aber immerhin laufen hier welche rum. Ist interessant. Und die Leichen bleiben in diesem Spiel liegen, was ich auch sehr cool finde. Und sofort machen sich die Käfer und Spinnen drüber her. Wo? Hier? Ich habe dich jetzt gerade auch nicht gesehen. Das war übrigens gerade so ein Haken, der an der Decke hing, den ich gerade da hier angetischt habe. Der macht so ein Geräusch. Achtung. Pling. Wo standest du denn gerade? Hier drin? Ach, da bist du! So, erledigt. Dann haben wir den auch. Achso, Leiche durchsuchen, genau. Ich zeige euch auch gleich das Bastelmenü. Komm. Na, geh kaputt. Wir haben viel zu viel Munition hier, das ist Wahnsinn. War hier noch was? Nein. Mit Select kommen wir in ein Menü. Moment. Das ist schon richtig. Da, Schlüsseldeckung, Munitionskisten. Ich schalte mal weiter durch. Da, genau. Kombinationsgegenstände soll das wohl heißen. Oder kombiniere Gegenstände, keine Ahnung. Also um einen Dietrich zu basteln, brauchen wir einen Drahtschneider, den haben wir mittlerweile schon. Und einen Metalltrichter, dann können wir uns einen Dietrich basteln. Und im Laufe des Spiels können wir uns auch andere Sachen basteln, wie zum Beispiel Bomben oder, was gab es noch alles? Heckgeräte, glaube ich. Irgendwie sowas in der Richtung. Jedenfalls brauche ich noch ein Stück Draht, um da hinten in diese Tür reinzukommen. Aber das werden wir gleich finden, denke ich. Ich hoffe es. Hier ist nämlich noch eine Leiche, die wir durchsuchen können. Da will ich noch nicht runterfallen. Da ist einer besoffen, den erschießen wir eben. So, Ruhe. Der hat ein Dokument. Und der hat hoffentlich ein Stück Draht. Nein, hat er nicht. Hast du denn ein Stück Draht für mich? Ja, und einer muss noch ein Stück Draht für mich haben. Halt. Nein. Das gibt's ja wohl nicht. So, hier vielleicht noch was. Ach, hier ist die andere Seite praktisch. Von da standen wir vorhin hinter dem Gitter und haben hier versucht, oder da wollte ich eigentlich da durchkommen und habe ich gemerkt, Tür ist zu. Also ich will da noch nicht runterfallen, ganz ehrlich. Denn ich möchte erst ein Stück Draht. Munition. Kann ich denn hier was machen an dem kaputten Gerät? Nein, kann ich nicht. Aber wenn ich da runterfalle, dann bin ich ja für ewig unten, glaube ich, oder? Komme ich hier wieder zurück. Heieiei. Will ich da runterfallen? Den können wir töten, glaube ich. Der ist auch tot. Gut. Eine Geisel getötet. Hm, ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich dachte, man findet hier das Metallstück. Also ich will auf jeden Fall den Raum da durchforsten. Man kann doch normalerweise von dem Bett hier was abbrechen, oder? Also finde ich. Hm. Ja, ist ja gut. Dann lassen wir das und, gehen erstmal runter. Ich dachte eigentlich... Na, egal.
komme ich. Vielleicht komme ich auch durch die Tür wieder durch irgendwann. Ist egal. Runter. So. Eliminieren Sie den Verhörführer. So, die haben wir. Okay, Knarre. Ja, gut, dass du den Tisch nochmal drehst, Alex. Die auch noch durchsuchen. Okay. Hier ist noch ein Schrank. Oh, da ist eine. Ja, mach ich wieder zu. Da ist noch eine Weste drin. Aufheben. Ja, ich will doch gerade die Weste aufheben. Darf ich nicht? Weil meine Panzerung komplett gefüllt ist. Wahnsinn. Ah, hier liegt ein Zettel. Den nehmen wir mit. Offizieller Bericht. So. Ich glaube, hier sind wir erstmal durch. Da ist nur eine Wand. Dann gehen wir doch mal hier lang, würde ich sagen. Okay. Ich höre Schritte. Ist das die Tür? Wahrscheinlich. Nee, das hier ist die Tür. Sehr gut. Habe ich denn mittlerweile den Trichter beim Gucken? Nein, immer noch nicht. Ich brauche immer noch einen Metalltrichter. Verdammt. Ach, jetzt geht's wieder, ja? Sehr interessant. So, von dieser Seite geht's. Das muss es sein. Okay, wollen wir den mal abknallen. Ich hab dich doch nur getroffen. Kim, bin drin. Gut. Das Computersystem müsste in diesem Raum da sein. Es ist bestimmt nichts Tolles, ein einfacher PC oder sowas in der Art. Log dich ein und lösch alle persönlichen Daten. Kim, Ende. Okay. Machen wir. Fertig. Sehr schön. Und ich dachte, du wirst eingerostet. Noch bin ich nicht raus. Aber du bist auf dem Weg. Es sind etwas mehr Wachen hier, als unsere Informationen besagten. Sei also vorsichtig auf dem Weg zum Innenhof, der in den Außenbereich führt. Ich war eben auf dem Dach. Mindestens 3 Wachen sind auf Patrouille. Vorsicht. Ende. Hm. Soweit ich weiß, kommen auch gleich welche rein. Also mindestens einer kommt noch. Komm her. Okay. Jo, Alarm ist wieder aus. Schön. Schlüssel. Oh, Schlüssel ist auch gut. Haben wir jetzt endlich ein Stück Draht, verdammt. Das wurmt mich gerade ein bisschen. Nein, immer noch nicht. Gut, dann geht's noch weiter. Ja. Das steht da einfach ganz ruhig. Was ist das denn? Ach so, Pistole, schade. Kugelsichere Weste. Da brauchen wir auch einen Dietrich. Kann ich das nicht einfach aufschießen? Nein. Jetzt brauche ich schon 2 Dietriche. Kann ich den. Nee, kann ich nicht von hier kaputt hauen? Oh Mann, ich brauche Metall. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Da will ich noch nicht durch, um ehrlich zu sein. Was ist das denn davon? Nö, ich dachte, da könnte ich vielleicht was öffnen. Dass ich hier nirgends ein Metallstück finde, das ist gerade ziemlich krass. Da, ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen, hier auf dem Tisch. Oh, ich hab nicht genau durchsucht. Da ist noch ein Drahtschneider. Nein, du sollst den nehmen, Mensch. Ja, nimm doch hin. Darf ich nur eine tragen, oder wie? So, warte mal. Noch eine kugelsichere Weste. Okay, dann basteln wir jetzt. Oh, 2 sogar. Ich kann 2 basteln. Dann kann ich jetzt den bestimmt mitnehmen. Jetzt nimm doch die Dratsch. Nimm dann nicht mit. Gut, dann nicht. Okay, dann können wir jetzt auf jeden Fall zurückgehen und die eine Tür öffnen. Mein Gott, ich wusste doch, dass das noch irgendwie möglich ist, dass man da noch Draht findet. Jetzt haben wir ihn endlich gefunden. Jetzt können wir da. Wo kommst du denn schon wieder her? Aha! Das war also der Verhörführer. Was für ein schwieriges Wort. So. Guck mal an, den haben wir auch gekillt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das sonst auch gemacht habe. Wenn, dann habe ich es jetzt auf jeden Fall gemacht. So, jetzt können wir hier hin. Da hängt noch ein Zettel übrigens, sehe ich gerade. Den nehmen wir auch mit. Dietrich! Komm, knacket.
knackt ein bisschen an komischer Stelle, aber okay. Ja. Waffenkammer. Sehr schön. Da wir so viel Munition haben, alles kaputt schießen. Was ist das? Darf ich gerade nicht einsammeln? Neues Stück Draht.